Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, es ist mittlerweile neues Jahr. Wir haben 2024. Ich habe jetzt ein Weilchen nicht weitergespielt. Adamant, hier haben wir Adamant-Dinger, die wir nicht brauchen. Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich weiß, wir sind hier irgendwo in Gramfeste. Ich habe auch mittlerweile neue Kopfhörer, neue Maus und Tastatur. Falle ich hier runter? Ich glaube, ich wollte hier eigentlich raus. Kann das sein? Nicht genug Mana. Muss ich vielleicht rasten? Ich muss hier irgendwie. Ich wollte hier eigentlich raus, glaube ich. Das weiß ich noch. Ich glaube, da ging es raus, oder? Ich hoffe es. Ich suche einen Ausgang. Alte Grabfesthaus, Morel Nordgebäude. Ich glaube, das ist der Ausgang. Bin mir aber auch nicht mehr sicher, wo es hier rausgeht. Ich wollte hier auf jeden Fall raus. Ich könnte auch falsch liegen. Nee, warte, wie liegt das? Nee. Stirbt, Abschau! Fängt schon mal gut an. Fängt schon sehr gut an. Hier kommt auch wieder einer. Wo kommt der denn her? Ich wollte hier eigentlich raus. Wo ist denn der Ausgang? So, war hier wirklich kein Ausgang? Doch, das war der Weg, der rausgeführt hatte. Ich glaube schon. Das hat er rausgeführt, der Weg. Jetzt muss ich aber trotzdem einmal, bis geheilt, wieder. Über 300 Ingame-Tage sind wir schon unterwegs. Unglaublich. So, wie werde ich die jetzt los? Ich finde es super. Da kommt noch einer. Na toll. Von drei verkloppt. Kann ich hier an den vorbei? So, erstmal gucken. Ist das hier? Alte Grabfeste Häuserdistrikt. Ihr seid geschaut. Altgrabfeste Haus Model Ostgebäude. Basar Abwasserkanäle. Ich muss zu den Abwasserkanälen doch, oder? Irgendwo muss ich doch raus. Und hier komme ich erstmal nicht weiter. Alter! Nein! Jetzt hab ich euch. Ja, ich sterbe jetzt. Ich kann mich gar nicht bewegen. So. Ja, okay. Müssen wir laden. Verdammte Scheiße, was denn jetzt passiert, ey? Ja, ich wollte eigentlich hier raus.
So, okay, hier hatten wir zuletzt gespeichert. Ich glaube, das ist wirklich der Weg, den wir nehmen müssen, um rauszukommen. An denen vorbei. Es gibt keine Kommen. Aus dem Weg! Ihr Enra! An denen müssen wir vorbei. Eure Schauen sind zahlreich. So. Jetzt kurz überlegen. Doch, ich glaube, das da müsste der Weg sein. Über die Treppe hier. Ich glaube, das war der Weg hier raus. Abschau. Oder auch nicht. Autsch. Aber besser so an den vorbei, als irgendwie... So, hier gucke ich jetzt gar nicht zurück, wenn die gleich kommen. So. Abwasserkanäle, da müssen wir hin. Nein! Das werde ich nicht überleben und ich ertrinke gerade. So. Ja, da ist die Tür. Da ist die Tür. Oh. Überstanden. So, bist geheilt. Da bin ich erst einmal nicht sicher bei denen. So, okay. Ich habe das Lager, in dem sich die dunkle Bruderschaft versteckt, in den Ruinen von Alt-Bramfest gefunden. Narisa Adus aus den Bazaar-Wasserkanälen hat ein Anliegen vorgebracht. Wenn ich den Geist ihres geliebten Varina sehe, möchte sie, dass ich ihm zuhöre und herausfinde, ob er eine Botschaft für sie hat. Das sind die Quests, die ich hier habe. Untote gehen noch klar. Gleich 4 Stück? Warum kommen hier gleich 4? Das fand ich jetzt... Das war jetzt ein bisschen übertrieben mit gleich 4 Untoten. So, Altgrafer... Häuserdistrikt... Palastkanäle... Großer Bazar. Häuserdistrikt. Ich glaube, Häuserdistrikt ist das, was zu den Dingen hier führt. Zu den. Also unterm Häuserdistrikt sind die. Ist die dunkle Bruderschaft. Oh, Athletik hat sich verbessert. Perfekt. Da haben wir einen Geist. War das jetzt Palastkanäle? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Und da läuft jemand. Freund oder Feind? Feind. Oh. Ist ein Lich. Wir haben hier jetzt unseren ersten Lich begegnet. So, aber hier... Wo führt das hin? Gar nicht. Nirgendwo hin. Okay. Irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich hier vorankomme, weiterkomme. Die dunkle Bruderschaft ist mir doch ein bisschen too much hier. In Kanälen. Noch. Was ist denn das?
Goblin. Ah, okay. Hier gibt's Goblins. Was gibt's denn hier noch? Außer ein Weg zum Tauchen. Wo führt denn das hin? Bazar-Abwasserkanäle? Gehe ich noch nicht hin. So. Wo wollen wir hin? Wo müssen wir hin? Da scheint es auch irgendwo weiter zu gehen. So, erstmal wieder ein bisschen Luft holen und jetzt Häuser ab. Galt-Gramfeste Häuser ab, was hat man hier? Noch ein neues Gebiet, gehen wir gleich hin. Jetzt erstmal wieder Luft schnappen. Und hier noch zu Ende erkunden. Weil den Gang haben wir noch nicht. Oh. Was ist denn das da hinten? Was machen hier so viele Goblins? Auch ordentlich rein. So, ich gehe ein paar Meter zurück, damit ich hier heilen kann. Okay, das große Viech lässt uns erstmal noch in Ruhe. So, jetzt der große. Was auch immer das ist. Wildes Durzog. Das ist ein Durzog hier. Okay. Wo führt das hier hin? Westkanäle. Westkanäle waren wir auch noch nicht. Hier gibt es auch jede Menge Goblins. Nächsten Goblin. Ich finde es super, dass die sich immer wieder hinlegen. Aber die Kanäle sind ja riesig hier. Das ist schon mal gut. Ja, komm. Jetzt krieg ich ordentlich aus dem Maul. Da kommen noch ein... Alter. Wie soll ich gegen so viele ankommen? Noch mehr. War das jetzt ein Fehler, was ich gemacht habe? Gegen so viele? Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Aua. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. So, bist geheilt? So. Ich fange erstmal einen nach dem anderen an. Hier kaputt haben. Ohne das. Alter, mein Leben ist gleich vorbei gewesen.
So. Liegt hier gleich ein Leichenbär. Alter. Ich kann nicht rasten, während Feinde in der Nähe sind. Na super. Nein! Verdammt. Fängt ja sehr gut an hier. Ja, ach ne. Ich gehe mal lieber einen anderen Weg. Beziehungsweise ich will lieber erstmal nochmal kurz zurück zur Oberwelt. Da mussten wir, glaube ich, zu den Bazar-Kanälen, ne? Königspalast Keller. Würde auch noch gehen. Keller unterm Königspalast würde auch noch gehen. Haben wir so? Ne, hier. Okay, kommen wir erst einmal zurück. Was ist das hier? Empfangsbereich? Müssen wir mit irgendwem Bestimmtes reden? Vielleicht sogar mit Es Effe. Will etwas. Was will es? Ja, sucht ihr den Weg nach Wartenfell? Almalexia. Almalexia ist eine der Gottheiten, die von den Dunheim Tribunaltempel angebetet werden. Sie ist bekannt als Mutter der Heilung und Fürstin der Gnade. Quelle des Mitleids unter der Nächstenliebe und Beschützerin der Armen und Schwachen. Aber vormachen lässt sie sich nichts. Sie ist ein wichtiges Symbol der dunmerischen Unabhängigkeit für jene, die das Kaiserreich verabscheuen. Und die Hände der Almalexia, ihre persönliche Wache, sorgen dafür, dass den Doktrinen des Tempels strikt Folge geleistet wird. Neuesten Gerüchte? Der alte König Atyn Letan ist tot. Lang lebe König Chlalu Helse. Helse! Die Lage ist schwierig hier in der Stadt des Lichts seit den Problemen mit Dagoth Ur. Granfest ist Almalexia Stadt und sie entwickelt sich immer mehr zu einer Kriegerkönigin statt einer Fürstin der Gnade. Außerdem gab es immer schon Ärger zwischen Tempel und kaiserlichen Verwaltung. Aber seit der Thronbesteigung Helse sind die Spannungen zwischen kaisertreuen Dunmen und Almalexias Anhängern noch schlimmer geworden. Helse, ich möchte wissen, mehr über Helse wissen. Den kennen wir noch aus Daggerfall. So. Der war da noch ein kleines Kind. Der neue Herrscher, König Lalu Helse, versucht die Rolle des Königs von einem Repräsentanten des Kaiservolks zu einem mächtigen Oberhaupt umzugestalten. Atyn Letan war vor ihm war alt und ehrwürdig, aber nur wenige nahmen ihn ernst. Helse dagegen ist ehrgeizig. Bevor Morrowind dem Kaiserreich beitrat, hatten die Dunmer keine Könige und noch heute ziehen viele Dunmer das alte Ratssystem vor. Doch die Anhänger des Kaiservolks wollen einen starken König nach den Traditionen des westlichen Kaiserreichs. Okay, also nur durchs Kaiserreich kamen hier Könige. Da frag mich, wie das dann, also hatte das auch mit König Kasik zu tun gehabt damals aus Arena? War der eigentlich ein Dunmer? Atyn Letan. Der vorige König war ein alter Mann und schon eine Weile krank. Er hatte weder Söhne noch Töchter. Helse ist Letans Großneffe. Berencia ist Letans Nichte. Ah! Königin Berencia gab ihren Anspruch auf den Thron auf, deshalb fällt nach kaiserlichem Brauch die Krone an Prinz Helse. Er hat nicht viel bewirkt, aber wir gingen davon aus, dass er auch nicht dass er das auch nicht sollte. Wir dachten, er sei lediglich eine Marionette der kaiserlichen Verwaltung. Bramfeste. Bramfeste ist die Hauptstadt der kaiserlichen Provinz in Morrowind und die heilige Stadt der Almalexia. Einer der drei lebenden Götter von Morrowind. Das heutige Bramfeste ist auf den Ruinen von Alt-Bramfeste erbaut, das von Merunes Dagon gegen Ende der ersten Ära zerstört wurde.
Über die Abwasserkanäle unter Gramfester kann man in die verlassenen Gänge von Alt Gramfester gelangen. Abenteurer suchen noch heute in den Ruinen aus der ersten Ära nach verlorenen Schätzen. Ah, okay. Aber sonst... Sonst gab es da jetzt auch nicht wirklich was Neues. Die Gerechtigkeit schläft nie. Falls ihr jemanden braucht, der euch den Rücken frei hält, ich stehe euch zur Verfügung. Calvus Horatius. Was immer ihr wünscht, solange es im Rahmen des Machbaren ist. So, wer ist denn das? Schön, Pitinius euch Mero. Wiederzusehen. Ich hatte gerade etwas aufgeschrieben. So, Barentia. Ah, Königin Barentia, eine wirklich wunderbare Frau. Ich schätze mich glücklich, schon so lange ihre Bekanntschaft genießen zu dürfen. Helseth ist der Sohn von Barentia, der ehemalige Königin von Morrowind, die eine Nichte von König Arthur Letham war. Es ist unbestreitbar, dass seine Abstammungslinie ein solides Fundament besitzt. Allerdings ist er jung und vielleicht ein wenig voreilig, noch besitzt er weder die Weisheit seiner Mutter noch die Tapferkeit seines Vaters. Treffen wir hier auch irgendwo Morgia? Gramfeste, Stadt des Lichts, Stadt der Magie. Die Gerechtigkeit schläft nie. Im Namen des Königs, was ist euer Begehr? Ich würde gern wissen, ob wir auch Morgia hier antreffen können. Irgendwo. Das war ja Barentias Tochter, Morgia. Kaiser, König und Gerechtigkeit. Was war das? Kaiser, König und Gerechtigkeit. Ich finde schön, dass ihr immer alles das Gleiche sagt. Das ist aber auch ein Irrgarten hier. Helseths Gemächer, da können wir nicht hin. Ich würde ihn gerne treffen. So, Karot. Karot schweigt. Lebt wohl. Er betrachtet euch langsam und sorgfältig. Entschuldigt mich. Lang lebe der König. Ich bewahre das kaiserliche Gesetz und jetzt geht weiter. Stehlt nicht, rauft euch nicht und brecht keinen Streit vom Zaun. Tötet nicht, außer zur Selbstverteidigung. Wenn ihr gefasst werdet, werden die Wachen euch die Strafe wählen lassen. Geldstrafe oder Frondienste. Okay, der sagt nichts Neues zu Barentia. Der sagt nichts Neues. Jetzt hier zu Barentia. Ich würde gerne wissen, was ich weitermachen muss. Quartiere der Wachen. Wenn wir hier nochmal hingehen, Haus Reseron, Heiltrank überbringen, Schlammkrabbenseuche, Magiergilde, New Leftington Expedition, das Schwarzpfeilbanden, Odunius Nikos, die Silberschall, eine Heilung für Vampirismus, von Kultisten führt, Masus Tullius, verschwundene Häute, getrennte durch Höllenhunde, zu den Feldern Kumu, verfolgt die dunkle Bruderschaft. So, okay, ich habe nur verfolgt die dunkle Bruderschaft hier. Warte mal, stand da was Neues? Nee. Hier steht nichts Neues. Ich würde aber gerne mehr irgendwie erfahren oder so. Vielleicht auch noch ein paar andere Quests machen. Wie sieht's denn hier aus? Stufe nur noch... Ja, zweimal aufsteigen. 53 sind wir ja schon.
Geschicklichkeit bräuchten wir nur noch 2 Punkte, dann wäre das voll. Athletik sind wir bei 94. Mittlere Rüstung bei 89. Schwere Rüstung haben wir auch auf 100 hingekriegt. Schon mal gut. So, dann haben wir hier Schütze auf 23. Schmied auf 37. Hier haben wir so vieles noch gar nicht mal hoch. Könnten wir eigentlich noch einiges hinkriegen, um hier aufzusteigen. Müssten wir mal nutzen. Feste, Stadt des Lebens. Was immer ihr wünscht, solange es im Rahmen des Machbaren ist. Willkommen, kann ich euch etwas über den kaiserlichen Kult erzählen? Wir laden euch ein, Laienmitglied zu werden. Laienmitglied? Wir nehmen alle ehrlichen Bürger mit gutem Charakter und einem festen Glauben auf. Eine einmalige Zahlung von 50 Drachen zur Unterstützung unserer wohltätigen Werke ist alles, was wir verlangen. Anschließend wird euch nur die Nutzung eines Haltarters etwas kosten. Auch nur einen geringen Beitrag. Damit wir die Botschaften und Segnungen der Neuen all denen bringen können, die sie brauchen. Wollt ihr dem kaiserlichen Kult beitreten? Eigentlich nicht. Ja. Laurina Maria. Ich hätte nicht erwartet, den Laurina hier in Grampest anzutreffen. Stimmt. Die Quartiere der kaiserlichen Waffe. Was gut für das Kaiserreich ist, ist gut für alle. Nicht wahr? Nicht immer. Aber das Kaiserreich unter Uriel Septim besser die als... Die Neuen und das Kaiserreich. Rindisidorum. Jetzt gehen wir mal da hin. Die Gerechtigkeit schläft nie. Ich wüsste halt gerne... Ich wüsste wirklich halt gerne, wie ich hier weiterkomme. Hier haben wir Tempelhof. Tempelhof, Berlin. Entschuldigt mich bitte. Die will auch nicht reden. Die Gerechtigkeit schläft nicht. Mögen alle nur Gutes über euch sagen, Sera. Sei gegrüßt, Nord. Keine Zeit für Schwätzchen, fürchte ich. Es gibt zu viel zu tun. Ja, viel zu tun. Keine Zeit für alberne Vergnügungen wie Trinken, Tanzen. Aber was ich nicht dafür geben würde, jemanden kennenzulernen? Ja, so ist es. Ob ihr es glaubt oder nicht, als ich nach Grampest kam, hatte ich überhaupt nicht die Absicht, hier zu arbeiten. Es ist eine ziemlich rührselige Geschichte. Seid ihr euch sicher, dass ihr sie hören? Ja, komm, erzähl. Es war vor allem meine Schuld, wirklich. Ich wuchs in einem kleinen Dorf im Süden von Morrowind auf. Dort hat man sich rührend um mich gekümmert und stets mein Bestes gewollt. Als man mich jedoch mit einem reichen Adligen verheiraten wollte, konnte ich einfach nicht Folge leisten. Er war eklig und ich wollte nichts mit ihm zu tun haben. Also bin ich weggelaufen und kam schließlich hier nach Gramfeste. Ich war überzeugt, dass ich den Mann meiner Träume finden würde. Leider habe ich mich da getäuscht. Und? Es war sicher dumm von mir. Ich hatte nicht bedacht, dass man zum Überleben Geld braucht. Doch ich wollte keinesfalls ins Dorf zurückkriechen und meine Eltern und diesen abscheulichen Mann um Vergebung anbetteln. Ich wollte es auf eigene Faust schaffen und dann erst meinen Eltern mitteilen, wo ich bin. Also begann ich zu arbeiten. Und nun tue ich nichts anderes. Ich habe gar keine Zeit, jemanden zu treffen. Selbst, sagt mir doch Bescheid, wenn ihr einen netten, alleinstehenden Mann trefft. Seid so lieb. Wir haben eine Quest. Alleinstehenden Mann suchen, okay. Wer steht allein? Weiß ich nicht. Also hier könnte doch allein stehen, ne? Es ist nie leicht, nicht wahr? Wirklich nie leicht.
Aber ich würde sagen, wir machen mal in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.